Ja, das ist jetzt eine EC 135. Das ist der erste Sitz, den man entwickelt hatte, der richtig in Serie ging. Der Sitz ist eigentlich so die Mutter unseres Erfolges. So das erste Produkt, das wir damals in Serie gebaut haben. Das ist jetzt der Pilotensitz. Passagiersitze haben wir auch konstruiert. Der ist noch nicht einmal höhenverstellbar. Heutzutage, da haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten. Höhenverstellung, Norddosenstützen, Rückenlehneverstellung und Armstützen und was weiß ich alles. In den letzten 20 Jahren hat sich doch einiges getan. Zu der Zeit war das schon eine Riesenleistung, wenn man im Jahr 150 Sitze gebaut hat. Und inzwischen waren wir fast 6000, mit den Tendenz steigend. Und deswegen sind wir da, sag ich jetzt einmal, sehr stolz drauf, wenn wir da heute auch in der Welt unterwegs sind und sehen auch solche Sitze. Das haben wir am heutigen Tag erst festgestellt, ist, dass dieser Sitz die Seriennummer 15 hat. Also ein ganz frühes Produkt aus unserem Haus. Das dürfte jetzt so Baujahr 1996 sein. Der ist immer noch top in Schuss und wird immer noch in einem top gepflegten Hubschrauber betrieben. Also das heißt, wir haben hier wirklich ein Produkt, das auch nicht nur irgendwo 2-3 Jahre hält, sondern das auch wirklich, sage ich jetzt einmal, 20 Jahre im Einsatz ist schon. Und das macht dann schon Spaß. Also das macht uns auch sehr stolz und ist für uns auch eine Riesenmotivation, das, was wir tun, in der Form weiter zu betreiben, wie wir es im Moment auch machen. Wir haben mehr wie 50 verschiedene Sitze im Portfolio. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wir können eigentlich jeden Kunden für jeden Anwendungsfall auch den richtigen Sitz zur Verfügung stellen. Und wenn wir nicht haben, dann können wir ihn entwickeln. Ist immer wieder schön, wenn man auf den Flugplatz kommt und da steht gleich wieder ein Hubschrauber mit unserem Sitz drin. Egal, wo wir hinkommen, ist immer wieder das Gleiche. Auf Messen haben wir das so, brauchen gar keine Sitze mitbringen. Da stehen genügend rum, weil inzwischen die Sitze so weit verbreitet sind, egal in welchem Produkt. Also wenn man mal schaut, wir haben im Augenblick weltweit bestimmt zwischen 70 und 100 verschiedene Kunden, die alle auf unsere Produkte vertrauen. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren ja eigentlich einen ganz tollen Ruf erarbeitet. Und so soll es natürlich auch in der Zukunft weitergehen. 1995. Ich glaube, du warst der 5. Mitarbeiter der Firma und ich war irgendwie so der 12. oder der 14. Und inzwischen sind wir 140 Leute. Die Gebäude sind auch deutlich größer und wir haben wesentlich mehr Kapazität. Auf was ich eigentlich besonders stolz bin, ist, dass wir wirklich sagen können, dass wir hier der Technologieführer in dem Bereich sind. Und das ist natürlich auch diese Motivation, die wir haben, hier jeden Tag neue Projekte anzugehen und diese auch zum marktfertigen Produkt zu entwickeln, um dem Wettbewerb schon wieder eine Nasenlänge voraus zu sein. Bis jetzt ist uns auch gelungen, speziell bei den Hubschraubern, bei den Verkehrsflugzeugen sind wir auch schon eingestiegen, bei der Crewsitze oder auch bei den Business Jets mit irgendwelchen Crewsitzen und Jump Seats und Spezialsitzen. Wir haben jetzt unsere Nische gefunden und in der sind wir auch sehr glücklich und sehr erfolgreich. Im Moment macht das alles richtig Spaß, aber nichtsdestotrotz, wenn du Technologieführer bist, dann darfst du dich auf deinen Lorbeeren nicht ausruhen, sondern du musst immer schauen, dass du dem Wettbewerb nicht nur um die berühmte Nasenlänge, sondern viel weiter voraus bist. Und mit der neuen Generation von Sitzen, die wir jetzt im Augenblick in der Planung haben für die nächsten Jahre, schaffen wir das wieder. Der Markt will im Moment einiges von uns haben. Unsere Entwicklungsabteilung ist sehr, sehr gut ausgelastet. Und das Schöne bei uns ist ja, wir entwickeln ja unsere Sitze nicht nur selbst, sondern wir bauen die auch in der Serie. Mit dem, was wir heute entwickeln, verdienen wir dann für die nächsten 15, 20 Jahre unser Geld. Weil das Tolle an der Hubschrauberei ist es, wenn du ein tolles Produkt hast, das deine Kunden gerne einsetzen und mit dem sie zufrieden sind, dann sicherst du dir auch deine Marktanteile für die nächsten 10, 15 Jahre.